Im katholischen Pfarrheim St. Elisabeth in Nürnberg wird schwer gegrübelt und gespielt. Max-Josef Schuster und Elisabeth Gutbrot vom Stadtbildungswerk beratschlagen mit der Künstlerin Karin Bergdold über ihr aktuelles Projekt. Es geht nicht nur um Dominospielen, sondern um das aktuelle Thema des Stadtbildungswerks: Glaube und Wissenschaften. Die Wissenschaften, die Forschung bringen so viele neue Ideen und Ergebnisse, auf die man sich auch als Christ, als Glaubender einlassen muss, wenn man nicht völlig der Zeit hinterherhinken will. Und was hat das alles mit Domino zu tun? Die Künstlerin Karin Bergdold will Fragen zum Thema Glaube und Wissenschaften auf überdimensionale Dominosteine schreiben. Am 27. Juni werden die Steine auf dem Jakobsplatz in Nürnberg aufgestellt. Passanten können dann mit den Fragen spielen. Ein Dominospiel ist ja etwas, was es schon sehr, sehr lange gibt und ein sehr altes Spiel ist. Und das ist was, was jeder machen kann. Und das ist auch was, was... Es regt einerseits den Geist an, wenn man sich überlegt, so einen Stein an einen anderen zu setzen. Das ist nicht total beliebig. Man muss da auch mitdenken, also auch der Bezug zur Thematik. Und trotzdem ist es was Leichtes, es ist ein Spiel, das jeder machen kann. Auf dem Jakobsplatz können die Passanten die Steine nebeneinander oder übereinander legen und sich so einen einfachen, erfahrbaren Zugang zum doch recht komplexen Thema verschaffen. Glaube und Wissenschaften. Wer gerne eine Frage beisteuern möchte, der kann das über die Internetseite www.keb-nürnberg.de tun. Ehrliche Fragen statt fertiger Antworten lautet die Idee. Wir sammeln Fragen zu dem Thema Glaube und Wissenschaften unter der großen Überschrift „Wem gehört die Welt?". Das ist ja im Endeffekt auch eine politische Frage und im Hintergrund steht so die Überlegung, dass das Thema Glaube und Wissenschaften ja auch ein politisch brisantes Thema ist, wenn man an viele Themen denkt, Präimplantationsdiagnostik oder die Frage, wer entscheidet denn über ethische Standards? Bei den Organisatoren sind schon Fragen angekommen, zum Beispiel: Wenn Gott in allen Dingen steckt, ist er dann auch in einem Smartphone? Bis Ende April kann man bei der Aktion mitmachen. Und bis das große Dominospiel schließlich auf dem Jakobsplatz steht, wird im Pfarrheim weiter schwer gegrübelt.